Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast Whistleblower. Ganz recht, wir spielen vom ersten Outlast das DLC. Ui, wir sind schon ein paar Mal, ja, geflohen oder ein, zweimal, ja. Und, es geht hier schon frisch fröhlich weiter sozusagen. Ich glaube, die Batterie da hinten hat jetzt gezählt, ne? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Moment, ich laufe mal ein Stück. Ich bilde... Halt! Langsam. Hier war, glaube ich, eine Batterie. Die hat gezählt. Ja. Passt. Alles gut. Alles gut. Sie hat die Batterie verschwendet. Entschuldigung. So, also wir müssen hier lang. So. Hallöchen. Ich bin gespannt, wie lange das DLC geht. Aha. Ich habe schon wieder im Kopf... Glaube ich. Okay, wenn hier jemand kommt, ich kann, glaube ich, momentan nicht fliehen. Mhm. Dann schauen wir uns halt wieder mal um. Batterie und so, ne? Warte, meine Nase juckt. Ah, ah. Nix mit Batterie. Meine Güte. So. Da ist wahrscheinlich wieder verschlossen. Natürlich. Was sonst? Okay. Gibt es hier Batterie? Warte, ich schalte mal kurz aus. Warte. Es quietscht nur was, ne? Aha, hier ist weiter Weg, glaube ich. Der weitere Weg. Dann darf ich... Annabelle! Ist ich nichts, wo bin ich? Hau zu, die Tür! Er ist tot. Das mit der Tür haut nicht zurecht, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Wie hoch geht's ja eigentlich auch nicht, ne? Ich werde sterben. Das weiß ich sowieso schon. Ich wollte nur nicht umschauen mit Batterien und so, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Wo ich hin muss. Da ist ja auch verkehrt, ne? Arschloch. Wo waren jetzt hier die Kacktür? Da war irgendwas. Was haben wir da? Nichts. Kann ich auch nicht hoch, okay. Naja, es ist wieder zu lernen, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie es hier am besten... Ah! Jetzt haben wir Ruhe, glaube ich. Na, Arschloch? So, jetzt haben wir Ruhe. Ich habe keine Ahnung, wie viele Batterien ich versäumt habe. Schau, Vater Martin, glaube ich, hä? Ja. Da kann man sich nicht mal mehr in Ruhe umschauen. So. Wo geht's hier weiter? Da oder da hinten? Ich denke mal hier. Weil hier ist wieder mal alles voll mit Blutspuren. Das heißt, da drüben wäre vielleicht gar nicht mal so deppert, zuerst rein zuschauen. Na, wie kam? Hallo? 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 Ey, bin mal weg. Also wirklich. Puh. Da haben wir eigentlich nur Glück, dass wir ausschauen wie die Leute da, ne? Kann man hier hoch? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß, hier geht's raus. Ich wollte eigentlich nur für mich selber mal kurz schauen.
Ihr wisst ja, Batterie und so, ne? Schau, da haben wir sogar eine. Komm, aufheben. Na, mach. Ja, das war fein. Ja. Natürlich ist hier alles zu. Hier geht's nicht weiter. Es geht nicht, es tut mir leid, ich würde gehen. Ich würde gehen, es tut mir leid, ich kann nicht. Es tut mir leid. Haben wir neue Notizen bekommen, die ich übersehen habe? Ich glaube nicht, oder? Na, keine Dokumente, keine Notizen, nichts. Dokumente wäre komisch, wenn jetzt plötzlich eines drin in unserem Dokumentendingens gelandet wäre. Ja. Was? Der was oder haut er einfach nur? Das ist die Frage, nicht wo wir hin müssen. Hier waren wir noch nicht, ne? Ah, schau mal. Dokumente. Na, würdest du? Danke. So, was haben wir denn da Feines? Auszug von 1957 und Kommentar auf den IG-Bericht. Operationen des DST. Siebte Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Ich wollte schon Verstandes lesen, Entschuldigung. Der potenzielle Einsatz von Psychochemikalien in politisch motivierten Operationen ist wohl bekannt. Jedoch wurde diese Möglichkeit nicht so intensiv und nachhaltig untersucht, wie man annehmen sollte. Die Chemieabteilung beinhaltet sie als Teil ihres Plans, um darauf vorbereitet zu sein, eine solche Aktion zu unterstützen oder zu ermöglichen. Nicht chemische Methoden für den Einsatz bei politisch motivierten Operationen sind ebenfalls im Plan enthalten. Anmerkung: Jay Lovler. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. 15. April 1958. Der vorhergehende Mkultra-Auszug aus der Abteilung für den technischen Service vorgelegt werden, um die Finanzierung und Genehmigung zur Weiterführung der Forschungen von Dr. Rudolf Wernick, Asset 14866 und Projekt Warrider fortzusetzen. Ja, das ist so ein tolles Projekt, wirklich wahr. Autopsien der erlangten Versuchsobjekte wiesen chemische Inhalte in den Körpern auf. Metallische Tumore, Hinweise auf subthermale Verbrennungen, was auf hohe Dosis von Psychochemikalien hinweist. Siehe Hinweis 92387 HS Berlin, 6. September 1938. Prima. Darkroom. Wir müssen scheinbar doch bei dem Kerl vorbei. Ich hoffe, der ist uns nicht böse. Ich husche mich nur vorbei. Ja, es tut mir sehr leid. Ich muss dir kurz die Tür wegnehmen. Wo war sie denn? Tür? Da. Tut mir leid. Ah, jetzt haut sich da drüben an. Okay. Der ist so höflich, der klopft einfach an, ne? Bis ihm jemand die Tür aufmacht. Aha. Muss ich das wissen? Der Arme. Er hat aber vergessen zu... Er hat vergessen, dass man eigentlich mit den Händen anklopft und nicht mit seinem Kopf, aber naja. Hier ist eh verrammelt. So, wo geht's hier lang? Aha, die Batterie ist wieder aus. Ja, ja. Man merkt's, ne? Okay, da brauche ich keine mehr, ne? Nein. Okay, die ist eh zu. Der Arme. So. Tada. Aha. Hindernisse. Das heißt, hier gibt es wieder was zu laufen. Jo, welche Richtung eigentlich? Hier lang oder da lang?
Ich soll vielleicht die Batterie nachladen. Aha, hier geht's dann scheinbar weiter, denke ich mal. Na toll, da unten ist ja auch finster. Das war doof eigentlich. Eigentlich muss ich hier weiter. Ich hätte mir jetzt immer noch mal Tür merken sollen wahrscheinlich, ne? Die eine, die gebrannt hat. Da geht es wahrscheinlich wieder weiter. Ich bin fort. Entschuldigung, bin grad voll leid. Boah. Okay. Okay. Kann ich jetzt mal 2-3 Minuten Pause haben, ey? Ich glaube, wir haben kurz mal Ruhe. Ah. Alter. Gut, hier brauchen wir dabei kein Licht. Was haben wir denn hier Schönes? Batterien wären super. Mhm. Die ist zu, natürlich. Warum macht man hier so eine Musik? Warum? Hier ist ja keine Sau, Alter. Mich trifft ja noch der Schlag. Zumindest noch nicht. Hier ist zumindest noch niemand. Ja, das ist die richtige Wortwahl vielleicht. Was steht denn hier drin für schöne Nachrichten? Merk of Psychiatric Systems. Project Warrider. Mount Massive Co. Ich denke, Covid für Colorado stehen, denke ich mal. Ich denke einfach mal. Na, ja, machen wir so. Fall Nummer 209. Patient Frank Antonia Menera. Datum 28. August 2012. Erste Patientenbefragung 1. November 2010. Alter des Patienten 36. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Carl Houston. DBNR. Therapiestatus, minimale Aktivität des morphogenen Antriebs und nur bei extremen Leveln Stufe 5 und 6 der Hormontherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern von Isolation, Entschuldigung, und Verrat zurück. Keine luziden Phasen. Diagnostik. So. Alter, diese Fachbegriffe, ne? Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulation. Übereinstimmend mit Tabak und Marihuana. Konsumierten Patienten. Ja, außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität. Anmerkung: Zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gesicht bei 155 1 PS. Keine Ahnung, was das 1 PS ist. Fachleute unter euch wissen das bestimmt. Sein Gewicht bei Aufnahme war 228 IBS. Es war lethargisch, ich glaube, ja, ne? Und nicht ansprechbar. Und brachte nur Interesse für das 9. Skriptmuster der Hypnotherapie Wernicke auf.
Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer. Er weigert sich weiterhin zu baden und lehnt ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein. Seine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab: Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Was? Ja, eine Zwangsernährung für Mr. Menera wird empfohlen, sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Okay, Merc of Psychiatric Systems Project Warrider Mount Massive Co. Ja, das ist alles herrlich. Nicht. Okay, das wird was zum Verstecken. War logisch. Go away! This is my place. Der ist ja schon voll fertig. You gotta get me killed! Fuck off! Willst du, dass die mich killen? Eigentlich nicht, aber... Geht es nicht zum Abschalten? Knopf zum Abschalten? Sowas war doch immer hier, oder? Naja, vielleicht draußen, irgendwo. Schau, ich mach sogar extra zu. Scheiße. Hallo? Ist es dann hier? Was? Man kriegt sie echt mit der Angst zu tun. Pff. Ach nee, bei einem Horrorspiel? Zocki, wie kommst du da drauf? Naja, das nennt man dann wohl Geistesblitz. Ich versuche gerade hier zu... also eine Batterie zu finden. Die es hier aber allerdings nicht gibt. Dieser Typi. Da geht mir im Nerv. Wo ist denn hin, der Saukerl? So. Eine Batterie. Sehr fein. Geht's da oben irgendwo weiter? Nein. Nein, dieses Glück habe ich leider nicht. Keine Ahnung, wo der Kerl ist. Gott. Renn! Ich weiß, die Blutspur hat woanders hin gezeigt. Ich bin gerade voll konzentriert. Entschuldigung. Das war einfach nur ein anderer Weg, ne? Mehr nicht.
hier kommt man zum Durchkommen. Aber wie? Toll, das ist eine Sackgasse. Ah. Machst du die Tür zu? Tür zu! Ach, das ist scheiße, das ist blöd. Die Türen sind echt nicht seins, ne? Hallo! Ich weiß, ich liege aufs Maul. Tür zu! Danke! Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Wieder mal. Wie geht denn das schon wieder? Ah, logisch. Naja. Ja, ja. So, Edge, Bitch. Passt. Ich jetzt halber zumachen. Ich weiß nicht, wie man vorbeikommen tut. Was ist das? Aha! Ja! Gasleck haben wir als Errungenschaft bekommen. Sehr supi. Also, wo geht's hier weiter? Geht's hier weiter, oder? Nein. Natürlich nicht. Warum sollte es auch? Jetzt? Ich glaube, der ist gerade neben uns, ne? Lang, wahrscheinlich ist es verkehrt. Ich habe wahrscheinlich wieder mal. Oh na, das könnte sogar stimmen. Auf. So. Gespeichert. Wie schön. Moment, ich muss mal auf die Uhr schauen. Gut, wir haben noch ein paar Minuten. Wie schön. So, habe ich das gerade wirklich gesagt? Natürlich ist es schön. So. Wieder ein bisschen eine kleine Phase der Ruhe, bevor uns wieder fast der Schlag trifft. Meine Lieben, ich könnte Batterien gebrauchen. Ah, da sind wir jetzt. Lol, wir sind jetzt im Kreis gelaufen. Warum? Wir haben das auszuschalten, damit es hier weitergeht, ne? Denk doch mal mit. Was? Das war jetzt gerade komisch. Okay. Oh nein. Wir sind irgendwie draußen, ne? Und ich habe, es ist Nebel, das ist eh wieder klar. Ich habe keine Ahnung. No! No! You were mine! Zugesperrt, okay. Ich habe keine Ahnung. Ah. Da kann man hin, okay. Das ist aber auch alles verkettet. Mhm. Ja. Von da sind wir gekommen. Hier geht's anscheinend nirgends weiter. Ach du Heilige. Ja.
Ich bin wieder voll orientierungslos. Das heißt, ich muss doch mich hier irgendwo lang bewegen. Aha. Ah, hier sind Schritte. Mit etwas Glück führen sie uns zum Ziel. Was war denn das jetzt? Okay, zu. Alter, bin ich froh, wenn ich hier draußen bin. Zu, alles zu. Okay, hier geht's weiter. Okay. Ja, und jetzt? Was sind das für ein Scheißgestrüpp? Hallo? Ernsthaft, das ist Hindernis. Ja, das ist halt wirklich typisch, das ist mir so klar. Das klumpert. Was? Wie bin ich denn jetzt? Das ist alles Gestrüpp, okay? Ja. Ich meine Gestrüpp, unpassierbares Gestrüpp, so muss ich sagen. Mhm. Aha, er ist hier lang. Hier drüben geht wahrscheinlich nichts. Doch. Ihr wisst schon, Batteriesuche und so, ne? Weil meistens, wenn es einem wohin führt, wäre auf der anderen Seite glatt was gewesen. Madonna. Geht da nichts? Dann vielleicht die Seite. Alter! Okay. Da. Da sind wir jetzt sowieso verkehrt. Also da geht's weiter. Alter. Mhm. Mhm. Hier geht's auch weiter, okay. Hier geht's nicht weiter. Batterien zufällig? Na, schaut nicht so aus, ne? Na dann. Hast du vielleicht eine Batterie? Nein, der hängt hier nur rum. Puh. Darüber hüpfen. Servus. Schwede, alter Schwede. Ich sehe gar nichts. Ich glaube hier runter, ne? Wow. Da ist wieder alles zugekettet. Mhm. Hier durch. Okay. Mhm. Hier durch. Das soll stimmen. Ah. Horuk, du kannst das. Komm, mach. Nicht? Das kann er nicht? Echt? Da kann er nicht hoch? Ich habe echt gedacht, dass man hier rauf muss. Na komm. Horuk. Nicht? Da hoch, da hoch und da hoch? Echt nicht? Ah, jetzt geht er. Darunter vielleicht? Und jetzt? Darüber? Aha, ganz runter. Mhm. Okay. Puh. Okay. Und... War da gerade was? Nö. Nein, das hat nur gerade so ausgeschaut. Entschuldigung, das Licht. Ja, das Licht und meine Nerven. Kommen jetzt wieder in die Kanalisation. Naja, zumindest hier mal nicht. Ah, da geht's rauf.
Nix Kanalisation. Noch nicht. Wenn es sie noch gibt. Also nochmal gibt. Wahrscheinlich. So, jetzt muss ich nochmal aufs Urli schauen. Ja, wir dürfen den Part beenden. Okay. Ah, genug gelitten für heute. Also ihr zumindest mal. Sehr schön, es hat auch gespeichert. Das freut mich. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!